dieses YouTube. Was ist YouTube? Wofür brauche ich YouTube? Wie bediene ich überhaupt YouTube? Und das zeige ich dir heute. Also, was wir hier zuallererst machen, ist, dass wir das Internet öffnen und hier oben in die Adresszeile youtube.com eingeben. Und dann gelangst du auch hier direkt auf die YouTube-Startseite. Da werden dir jetzt ganz viele verschiedene Videos vorgeschlagen. Das soll uns jetzt aber nicht interessieren, sondern wir gehen hier oben in das Suchfeld. Da kannst du jederzeit deine Suchfrage eingeben. Und wir wollen heute auf Anjas Themenkiste. Und deswegen gebe ich Anjas Themenkiste ein. Und hier sind die Suchergebnisse. Und bin hier auf der ersten Stelle, klicke da einmal drauf und schon bin ich auf meiner Kanalübersicht. Und hallo. Dann muss ich schnell mein Video hier unten leise machen, denn dann sind wir jetzt in meinem Kanal und da startet dann auch gleich automatisch mein Willkommensvideo. Das pausiere ich hier einmal kurz und dann schauen wir uns an, was wir hier alles haben. Wir haben hier oben einmal den Abonnieren-Button. Da bitte einmal draufklicken und mich abonnieren, damit du keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann haben wir hier etwas weiter unter verschiedene Rubriken, in die mein Kanal sozusagen aufgebaut ist. Wir sind hier jetzt in der Übersichtsseite, haben hier wie gesagt alles, was in meinem Kanal drinnen ist, auf einer Seite zusammengefasst. Also alle Videos, die verschiedenen Playlists, die ich habe etc. Wenn ich jetzt in die einzelnen Rubriken selber reingehe, dann finde ich hier jetzt zum Beispiel unter Videos meine Videos, die ich alle hochgeladen habe. Das ist jetzt natürlich noch nicht allzu viel, weil ja der Kanal noch nicht so alt ist. Aber hier werden regelmäßig neue Videos erscheinen. In der Playlist ist es dann so, dass die Videos, die ich hochgeladen habe, sofort den verschiedenen Themenbereichen zugeordnet sind. Und dann kannst du hier nach Themen eben suchen und dir dann die Playlist angucken. Einfach hier dann draufklicken und schon bist du in der Playlist. Dann gibt es hier noch einmal Kanäle, da ist jetzt nichts drin und in der Kanalinfo findest du eine kurze Beschreibung zu meinem Kanal. Wir wollen uns aber jetzt die Videos angucken und wie die Bedienung in einem Video mit YouTube funktioniert. Also gehe ich hier auf Videos nochmal zurück und gehe jetzt auf eines der Videos drauf. Und du siehst schon, das startet sofort zum Abspielen. Ich gehe jetzt hier einmal auf Pausieren und dann siehst du, dass das Video sofort stoppt. Ich kann das Ganze auch sofort wieder wiedergeben. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur in die Mitte von dem Video klicke, das Ganze zu pausieren und wiederzugeben. Auf der anderen Seite kann ich hier unten auch, wenn ich mit der linken Maustaste hier auf den Kreis draufklicke, den Kreis festhalten und dann kann ich zum Beispiel hier auf eine beliebige Stelle im Video vorspulen oder eben auch zurückspulen, wie das dir dann eben lieb ist. Und wenn ich jetzt hier einmal ganz nach hinten spule, dann habe ich immer als Schlusslicht sozusagen ein Folgevideo, das ich dir hier verlinkt habe und auch gleichzeitig mein Abonnier-Button. Und dann haben wir hier unten aber noch eine ganze Vielzahl an weiteren Funktionalitäten. Hier, wie gesagt, die Wiedergabe- und die Pause-Taste. Die nächste hier ist eine, springst du im Endeffekt zum nächsten Video. Das ist dann irgendein Video, das dir YouTube dann einfach vorschlägt. Hier hast du die Möglichkeit, nochmal die Lautstärke zu regulieren. Also wenn du hier mit der Maus drauf gehst und die linke Maustaste gedrückt hältst, dann kannst du hier die Lautstärke eben regeln. Ich habe das, wie gesagt, jetzt hier einfach auf lautlos. Dann hast du hier die Zeitangabe, wie lang das Video ist. 5 Minuten 10, wir sind bei 5 Minuten 4. Und dann hast du hier nochmal einen Autoplay aktiviert. Den kannst du aber auch deaktivieren. Was heißt das Ganze? Autoplay heißt nichts anderes, außer dass automatisch, nachdem ein Video beendet worden ist, ein neues wieder anspielt. Dann haben wir hier einen Untertitel, den wir mit einfügen können. Einfach einmal draufklicken und sobald du wieder draufklickst, verschwindet der auch wieder. Das Zahnrädchen, da kannst du weitere Einstellungen machen, wie zum Beispiel die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Also wenn ich dir zu langsam reden sollte, dann kannst du mich hier doppelt so schnell abspielen lassen und dann wird es ganz schnell. Oder wenn ich dir zu schnell spreche, könntest du mich zum Beispiel auf einer langsameren Stufe, das ist ein Zungenbrecher hier, laufen lassen. Genau, aber grundsätzlich passen die Standardeinstellungen.
Dann hast du hier noch verschiedene Modis, die du für die Videogröße einstellen kannst. Wir haben hier einmal den Mini-Player. Wenn ich hier draufklicke, dann minimiert sich das Video hier in die rechte Ecke und dann könnte ich auf dem Kanal jetzt andere Videos noch anklicken oder grundsätzlich was anderes machen. Zum Maximieren einfach wieder hier links oben auf das Maximieren drücken und du kommst wieder in die Standardübersicht. Das gleiche verhält sich mit dem Kinomodus. Hier einfach draufklicken, dann wird das Ganze ein bisschen größer. Wieder auf den gleichen Knopf draufdrücken, bist du wieder im Standard. Und wenn du natürlich das Ganze in Vollbild haben möchtest, dann hier auf dieses Viereck klicken, dann hast du das ganze Video in Vollbildmodus und wieder hier im kleinen Eck rechts unten draufklicken, dann kommst du wieder in den Standardmodus zurück. So, jetzt ist es natürlich auch so, dass ich hier verschiedene Kapitel eingefügt habe. Hier könntest du zum Beispiel auf Kapitelkonto erstellen drücken und dann springt das Video zur Sekunde 35 zurück. Und hier unten hast du noch weitere Videos, die dir YouTube vorschlägt. Das brauchen wir jetzt aber hier erstmal nicht. Wir schauen uns weiterhin hier unten um. Hier hast du wieder einen Abonnieren-Button, also hier einmal draufklicken, damit ich abonniert bin. Daumen hoch bedeutet, dir hat das Video gefallen. Daumen runter heißt, dir hat es nicht gefallen. Sollte es dir nicht gefallen haben oder auch wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da, damit ich weiß, okay, passt alles. Und wenn es nicht passt, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentarfunktion. Ich möchte mich natürlich auch verbessern. Und wenn du vielleicht ein Thema hast, das dich brennend interessiert, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Die findest du hier unten. Da kannst du nämlich jederzeit mit mir kommunizieren und auch mit anderen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal etwas hinein. Und dann kann ich hier auf Kommentieren klicken. Wichtig ist, wenn ich auf Kommentieren geklickt habe, dann ist es für alle sichtbar. Also jeder, der mein Video anschaut, kann dann diesen Kommentar sehen. Und von dem her musst du dir da einfach nur bewusst drüber sein. Wenn dir das Video so gefallen hat und sagst, hey, das ist vielleicht auch was für meine Bekannten, Freunde, dann kannst du das hier auch auf Teilen gehen, das per WhatsApp verschicken oder den Link auf soziale Medien nochmal verteilen. Aber wie das Ganze nochmal funktioniert, das kann ich gerne in einem separaten Video machen. Was jetzt nochmal interessant für dich ist, ist hier unten die Beschreibung. Die kannst du einmal mit mehr Ansehen aufklappen und da habe ich nämlich weitere Hinweise für dich versteckt. Und zwar hatte ich in meinem Kanalvideo anfangs erwähnt gehabt, dass ich immer wieder so kleine Übungsaufgaben zur Verfügung stelle, damit du das, was du eben in dem Video gesehen hast, im Nachgang auch wieder üben kannst, damit es in Fleisch und Blut übergeht. Und diese Übungsaufgaben, die findest du eben hier unten in dem Beschreibungstext. Und da sind eben auch noch weitere Informationen, wie du mich abonnieren kannst oder die Inhalte nochmal aufgedröselt. Und wenn du jetzt wieder zurück zu meinem Kanal möchtest, dann einfach auf Anjas Themenkiste auf das Logo draufklicken und schon gelangst du wieder zurück auf den Kanal und kannst weiter stöbern. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon von der Bedienung des YouTube-Kanals. Ich hoffe, dir hat es geholfen und du weißt jetzt, wie du ungefähr mit YouTube umgehen kannst, wie du ein Video findest für dich. Und ja, lass mir gerne einen Daumen oben da oder abonniere den Kanal und ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.